Blizzard of Balls, Boo Haunted House, Dungeons and Dig Holes, Thy Farts Consumed, yeah, my Happy Fun Candy Time. What the fuck? It's like a giant unicorn had severe diarrhea everywhere. That was some bloody trap lamp. Okay. So. Okay, wir müssen anscheinend aufpassen auf. Frowny Blocks. Die scheinen in dem Fall nicht wirklich uns wohl gesonnen zu sein, logischerweise. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. So ein bisschen wie die Sonne aus. Was war das? Mario 2, 3, 80. Ja. Wenn man nicht auf die Blöcke achtet, ey. Okay. Ah ja, ein bisschen wie Bloody Trap. Dieses Suicide Bomb da unten jedes Mal. Ja genau, hier haben wir einen Frowny. Das heißt, da am besten nicht drauf. Aber die verstecken ein Leben unter einem Frowny-Block, der uns dann quasi instant killt. Netter Troll. Muss aber nicht sein. So, die Kollegen werden wahrscheinlich meine besten Freunde werden. Die so langsam auf einen zu... kommen. Nicht auf den ersten Block landen. Frowny-Block. Okay. Hier sind sie ein bisschen knauserig anscheinend mit Checkpoints. Interessant allerdings. Bisher das Sci-Fi-Level, das mir am... wahrscheinlich am wenigsten zusagt vom Theme her. Ist der Damn Purple Dinosaur's Missing Testicle. Sagt mir gerade nichts. Aber ja, das, was mir ästhetisch zumindest am wenigsten zusagt, das liegt mir bisher anscheinend am leichtesten von der Hand, verglichen mit den anderen. Okay, fuck it. Alright. Immerhin kein Leben verloren, aber... ach, okay. Interessante Mechanik allerdings. Ich glaube, ich muss zuerst hier diesen Testicle erstmal loswerden. Zumindest blocken die Baumstämme keine Schüsse. Ist schon mal gut. Nice. Jesus! Okay, mit einem High Jump funktioniert das allerdings. Am besten, genau, sollten wir ja schnell unterwegs sein, damit hier diese Falling Logs nicht direkt kommen. Nice. Good. Ready. Kann das nicht eben... ja, das kam, glaube ich, in Bible Games mit diesen Logs, die einfach aus dem Nichts quasi irgendwo spawnen. Wir haben hier links noch ein Leben, aber... sei es drum. Ich. Nice. Jesus haben wir da unten ebenfalls, aber auch... Spikes. I got him! I got Robo-Jesus! Habt ihr gerade das Review gestern nochmal gesehen? Ich weiß aber echt nicht mehr, gar nicht mehr, welche Folge das war. Ich habe ein paar geschaut. Was? Dachte eigentlich, die Kollegen hier, die wären Insta-Death. Ja, zum Glück. Oh, no. Da habe ich gerade noch Jesus eingesetzt. Auf Carl Justin. Ich glaube, der wird uns hier ganz gute Dienste erweisen. Vor allem, da wir ja hier auch einfach durchschießen können, wobei ich ihn hier gerade nicht treffe. What the fuck? Okay. Also die Musik wird ein bisschen ruhiger, wenn, wenn man mit ihm angreift. Coole Sache. Schönes Timing. Die spawnen aber auch aus dem Nichts. Good shit. Good shit. Oh. Der war eng. Pause. Nice. Checkpoint, please. Oh, come on. Shit. Also Checkpoints sind hier in dem Level gerade... nicht so geil, wie in vorherigen Leveln. Just saying. Wenn wir mal unseren besten Freund. Werden wir mit dem Dinosaurier-Ei direkt fertig. Ah, die sind One-Shot, glaube ich. Dann macht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher.
Mhm. Got him. Jesus fucking Christ. Ah, Mega Man. Airman Stage, glaube ich, war's. Okay, ich aktiviere erstmal den Checkpoint, bevor ich hier nach links gehe. Oh, shit, Pickle. Oh. Na gut, so viel dazu. Vielleicht war es nur ein Easter Egg. Wüsste zumindest nicht, wie ich da hinkommen soll. Glitch Gremlin haben wir da unten. Ich sag mal, den brauchen wir jetzt momentan nicht. Ja, es ist wie Airman Stage. Ist in Mega Man ähnlich. Nur, dass wir keine Insta-Death-Blöcke haben. Die machen einfach nur Damage, die Spikes. Bei Mega Man. Ah, ja, ja, ja. Okay, jetzt sehe ich auch, warum die Homing-Dinger da sind. Genau wie in Mega Man. Geile Sache. Geile Sache. Hier. Hier ist bestimmt auch ein Spike hinter der Wolke. Fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you. What the fuck? What? What? Was sollte das denn? Der Kollege wollte nicht kooperieren. Oh no. Kleiner Knockback, aber der reicht schon aus, um einen leicht wahnsinnig zu machen. Okay, nicht springen. Fuck you. Nicht springen, hier einfach runterfallen lassen und dann möglichst schnell reagieren und weg da. Ich habe Angst, dass diese Wolke irgendwann verschwindet. Ah, sowas wieder, okay. Nice. Boom. Headshot. Oh, what the fuck? Allerdings. Oh. Of course. Oh, shit. An. Okay. Ach, come on. Ich bin da what? Okay, ich nehme hier trotzdem okay. Ich nehme da trotzdem Damage, aber ich glaube ich nur, wenn wir den aktiviert haben. Denke ich mal. Oh, Moment, wir warten noch. Jawohl, genau. Solange wir den nicht aktivieren, nehmen wir hier auch keinen Damage, logischerweise. Word! Ich habe Titchies gelesen, das hätte ich durchlesen sollen. Das war, glaube ich, eine ganz gute Quote. Ja! Word! Ich habe keine Ahnung, wie man das umgehen soll. Keine Ahnung. Wie man da keinen Damage nehmen soll. Warum fahren die sofort aus und die anderen haben erst so eine kurze Motion und dann... Na. 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 Jesus. I need a Sprite Killer. Don't mess with my man. I'm gonna be the one to bring it to you. Yes, fuck you. Oh, dieser Knockback. Ich hab genau bin genau gesprungen und hab genau den Jump-Button gedrückt, als ich den Knockback hatte. Und dann springt er logischerweise nicht. Ach, man, wieder. Hate it. Good. Ja, okay. War doch gar nicht so schwer. Solid, solid, solid. Wieso benutze ich meinen Arc nicht? Ich habe ja hier diesen Special gehabt. Fuck. Achso, ich sehe gerade auch erstmal zum ersten Mal hinten im Hintergrund ist ja auch so ein auf Mario angelehnt, der Background. Mit diesen Hills of Ice Dingern. Oh, God damn it. Okay, okay, okay. Damn, son. Where'd you find that? Zum ersten Mal habe ich von ihm da oben gerade Damage genommen. Durch. Ah, damn it. Okay, komm, get it, yes. 17 Leben, glaube ich, haben wir noch.
Ich wusste es irgendwie. Ich hab so das Gefühl gehabt, dass sobald das out of screen ist und wir versuchen drauf zu landen, gehen wir drauf. Das hatte ich gerade irgendwie im Urin gehabt. Okay, das wird wahrscheinlich nichts mehr, aber mal schauen, wie weit wir kommen. Got the checkpoint! Got it! Got it! Alright then. I fucking knew it. What the fuck? What the flying fuck? Muss gerade mal ein bisschen konzentrieren. Ah, wir haben kein Bier hier. Okay. 8 Leben. Okay, das kann ich saven. Alles klar, okay. We got the beer. Shit. Hm? Achso, wir können die Dinger auch abschießen, okay. Ah! Na! Shit. Bleiben wir beim Nerd. Ah, no! Okay, boy. Okay, bitch boy. Oh, God! It hurts. It hurts a lot! Warum springe ich eigentlich nicht und versuche ihn zu treffen? Ah! Okay, ich gehe kurz rüber. Denn hier haben wir... Fuck you, noch Bier. Werden hier allerdings auch leichter getroffen, so wie es aussieht. Yes! The man! Fucking man! Let's go!